Ja, der letzte muss dann links oben sein. Bin ich dran vorbeigefahren. Aber wir haben einmal eine Umrundung. Wir haben zumindest den Rand einmal abgecheckt. Ja, zum Hafen von Gangaga fahre ich jetzt mal nicht. Ich vermute, wir haben den ganz oben übersehen, der irgendwie hinten an der Insel ist und nicht vorne. Der ist dann einmal hier rum. Aber war hier nicht das... Ne, hier war erst neblig. Das heißt, das Ding ist hier. Ja, wir sind einmal perfekt dran vorbeigefahren. Ja, dann einmal Vollgas hin, wa? Müsste die Insel sein? Man hat übrigens das gleiche Gefühl wie damals auf der PS1-Version. Man fährt mit einem Schiff rum, aber kann nirgendwo an Land gehen. Das war in der PS1-Version auch so. Bist rumgefahren und dachtest dir, kann ich hier irgendwo anlegen? Es wäre so cool, aber nee, es ging nicht. Okay, es ist kein Morbol, das beruhigt mich. Aber es ist ein kleiner Gegner und die kleinen Gegner sind die schlimmsten. Was ist es? Ein Seedrache. Vergifte ihn, um das feurige Gebrüll zu unterbrechen. Okay. Aber kann ich nicht. Ich habe kein Gift dabei, weil wir es nie brauchen. Nicht übertreiben. Na, das lief ja gut. War ich nicht geheilt? Oder es klaut einfach Hardcore YOLO rein? Was tut mir hier weh?
Ach, das sind die Konter-Scheiß-Dinger, die er macht. Die Konter-Dinger tun so weh. Gott, tut das weh. Cloud hat keine MP mehr. Aha. Hinder. Mach kaputt. Ich sag ja, die kleinen Gegner sind die schlimmsten. Okay, hier dürfen wir wahrscheinlich auch wieder nicht runterspringen. Das heißt, wir müssen auch wieder runterklettern. Ich hoffe, die arbeiten, wenn der dritte Teil kommen sollte, wirklich daran, dass das Klettern besser wird, wenn sie wirklich wieder so viel Klettern drin haben will. Weil das Klettern ist echt eine Schwachstelle vor dem Spiel. Klettern ist nicht schön in dem Game. Cloud, wir haben jetzt alle Piratenrelikte. Dann wollen wir, ich darf springen. Moment, wo ist denn der? Nicht blind? Da! Oh mein Gott. Geschafft, mutige Schatzsucher. Daher werde ich euch den Kompass überlassen, der mich und meine Mannschaft stets geleitet hat. Die See kennt keine Wege. Im Gegenteil, ihre Nebel und Winde führen einen zuweilen gar in die Irre. Und vor so mancher Riesenwelle muss selbst der stärkste Mann kapitulieren. Sie reißt einen mit sich in die Tiefe. Doch ich wusste, auf meine Mannschaft ist stets Verlass. Bei uns war jeder willkommen, und sei es ein Dämon. Wegen unserer Stärke wurden wir allzu oft zum Ziel anderer Piraten. Sei es drum, wir lachten der Gefahr ins Gesicht. Also glaubt auch ihr stets an eure Kameraden und stürzt euch ins Abenteuer. Dann wird euch mein Kompass sicher gute Dienste leisten. Nun denn, möge euch das Glück auf allen Wegen und Wogen hold sein. Hast du gehört? Das ist Wahnsinn! Mit diesem Kompass finden wir bestimmt überall noch viel mehr tolle Schätze. Bist du auch so aufgeregt wie ich? Ach, geht so. Dachte ich mir. Schließlich müssen wir ja erstmal den Planeten retten. Ohne Planet kein Meer. Ja, wir werden das Schiff schon schaukeln. Reiten wir also auf den Wellen des Lebensstroms unserem nächsten Abenteuer entgegen. Leinen los! Du hast mittels Synthese einen legendären Gegenstand hergestellt, den Kompass des Piratenkönigs. Lass dich auf deinen Reisen zu Wasser mit der Tiny Bonke von ihm leiten und zu ganz besonderen Schätzen führen. Oh Gott. Muss ich den dafür ausgerüstet haben? Lass losgehen.
Anscheinend. Oder auch nicht? Oder geht der Kompass nur in der Nähe eines Schatzes an? Moment. Dann fahren wir jetzt aber mal nach da, wo ich gerade nicht hin durfte. Komme ich da jetzt durch? Oder ist das Story locked? Au. Hebel voraus, hart nach Steuerbord. Kannst hier momentan nicht weiter. Okay, wir kommen hier nicht weiter. Trotzdem Kompass. In One Piece wäre das anders. Geht das auch wieder weg? Hätte gerne einen anderen Schatz. Falls es einen gibt. Komm mal kurz hier durch die Mitte. Der zeigt die Dinger an. Ah. Wofür ist das? Der zeigt quasi die Kisten an, die im Wasser schwimmen. Okay. Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Ja, haben wir dann noch gerade irgendwas zu tun? Außer, dass ich... Also ja, ich habe immer noch die Kampfquest offen. Hier. Aber mein Easy Mode ist noch nicht weit genug gelevelt. Wir haben jetzt 216. Oh mein Gott. Trotz FP-Boost. Oh, wie soll ich denn die Bomber mit Aerith machen? Moment. Du solltest das gar nicht anziehen. Scheiße. Vertauscht die Werte für Stärke und Magie. Wie sollen wir die Bomber machen? Das ist halt echt nicht einfach.
Moment, die war eh gelevelt. Moment, das ist Quatsch. Gestärkte Abwehr. Kann ich denn, oder? Ist TP-Absorption? Kann ich das mit Feuer kombinieren? Ich meine, dann müsste ich noch ein Feuer hier reinlegen. Versuchen wir das mal. Werde ich jetzt durch Feuer geheilt? Das wäre geil. Wiederbeleben bräuchte ich nicht. Packen wir hier Frost rein. Dann geben wir jetzt zu Andersosa. Versuchen sie mal. In der Hoffnung, dass das jetzt so klappt. Dass ich vielleicht Heal kriege durch Feuer. Verpiss dich lieber, wenn dir dein Leben lieb ist. Ist was? Was für Abschaum wird wohl heute in Stücke gerissen? Joker links. Ja! Nein, Teresa. Mit Aeris. Solo-Sachen mit Aeris sind halt immer challenging. Finde ich. Weil sie halt ein Supporter ist eigentlich so. Natürlich trifft's wieder nicht. Es ist so lächerlich. Ich werde übrigens nicht geheilt. Belastend. Na, Blow Drop. Solange die Feuerbälle zaubern, kann ich übrigens nichts machen. Auch zwei sein müssen, ey. Haben die einen scheiß Rhythmus, ich kann nicht zaubern. Scheiße! Der Warp kam nicht mehr schnell genug raus. Das ist so hart mit ihr. Genau her.
Ach, und dann unterbrechen die auch noch Zauber, weißt du? Es ist so ein Quatsch. Und wenn die aufheizen, darfst du sie eigentlich nicht anzaubern. Geil. Es ist so eine schwere Challenge, finde ich. Stelle ich mich dumm an? Oder ist die einfach hart? Ich weiß es nicht. Das können wir gleich... Okay, aber es schützt mich nicht vor den Feuerbällen. Okay. Es schützt mich nicht vor den Feuerbällen. Eigentlich ist der Kreis auch nur so semi-optimal. Bestimmt wieder. Hm. Die Feuerbälle sind wahrscheinlich Projektile. Natürlich ist Feuerball kein Zauber. Wie soll man da auch drauf kommen, ne? Ah. Okay, ich brauche den Magiekreis aber auch, weil der blockt die Aufheizen-Dinger. Ich brauche da sowas. Genau. Und sowas. Aber jetzt brauche ich auch wieder ein Schild vor meiner Nase, weil sie vor meiner Nase stehen. Danke. Könnt ihr bitte hinter der Blume bleiben? Diese Blume ist so dumm. Ich glaube, das war's. Die kommen aber. Wieso kommen die denn ins Gesicht? Ihr habt Fernattacken. Wieso müsst ihr das immer vor meiner Nase machen? Ihr seid so nervig. Oh my fucking God, ey. Ja, ich bin tot. Oh Gott. Sie ruft. Ah, sind die fucken einen so ab. Es ist schrecklich. Was denn? Ich könnte doch nicht Aeris mit zwei Bombern irgendwo hinstellen, ey. Mann, was ist das für eine Challenge? Damit könnte ich mich heilen. Aber bringt es mir was? Heilen zögert ja nur hinaus, dass ich... Also, ich muss ja Damage machen. Heilen bringt mir ja nichts. So, ich kann ja nicht einfach ewig in die Länge ziehen, dass ich irgendwann eh kaputt bin.
Magiebarriere. Sonst muss das echt warten. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich jetzt in der Quest dann auf einmal so weit bin, dass ich gar nichts mehr machen kann. Weil wir können immer noch nicht Corell fertig machen. Ich habe außerdem Kreis gedrückt. Na dann, bis zum nächsten Blut. Weil ich darf ja auch immer noch nicht Corell fertig machen. Und das muss ja irgendwann mal kommen. Und das muss ja auch irgendwann dann kommen, wenn ich die Welt frei bereisen kann. Bis dahin haben wir dann vielleicht mal unsere Immunität gegen Feuer aufgebaut. Die kommen einen ins Gesicht und gehen dir auf die Eier. Es ist so schlimm. Du kannst nichts machen. Ja, ein Wall, also das, damit ist bewiesen, Wall ist kein Zauber. Das auch nicht. Okay, gut. Was man halt machen könnte, ist die ganze Zeit rumrennen, bis die explodieren. Das könnte man machen. So. Und mal nicht mal hinbekommen, sich eine Barriere zu geben. Ich weiß aber nicht, ob die sich jetzt immer weiter aussehen oder ob die so bleiben, bis zu einem gewissen Damage Point. Mann, haben die wieder einen guten Feuerball-Rhythmus jetzt. Kannst du nichts machen. Sobald ich Zauber, kriege ich Damage. So eine Quatschquest. Ich gehe jetzt erstmal weg, sonst rege ich mich nur auf. Was denn? Ach ja, gut. Jetzt gegen Ende werden sie frech, ne? Im Blut der Königin, der letzte Gegner fängt an zu cheaten. Das war Pain, die zu besiegen. Und jetzt kommt sowas. Wo müssen wir hin? Stimmt. Ja, hier. Goldsaucer. Dio. Kämpfen für Dio. Gegen Don Corneo. So. Das Krasse ist, das Spiel war, glaube ich, 3 oder 4 Tage draußen. Und ich habe bei einem in den Stream geguckt, der das gestreamt hat. Und der hat einen Kampf gegen Don Corneo gehabt. Und ich dachte, okay, der kommt, vielleicht war das, ich dachte, das wäre eine Battle Arena Quest. Aber anscheinend ist die Person so hart durchgerusht, dass die innerhalb von 4 Tagen an dem Punkt war, wo ich jetzt bin. Und wir streamen das seit Release. Aber der muss ja gerusht sein und keine einzige Nebenquest gemacht haben, gefühlt. Finde ich dann schon wieder hart. Weil klar, ich wäre auch schon mit dem Spiel durch, wenn ich nur Story gemacht hätte.
Je nachdem, zu wem du auf der bisherigen Reise die innigste Verbindung aufgebaut hast, ändert sich der Ausgang des heutigen Tages. Ja, okay, let's go. Sie sollten sich vor ihr... Viel Glück für morgen. Ja, eben. Wäre auch langweilig, deswegen spiele ich Spiele nicht so. Oh, anscheinend ist es Eris. Oh, wow. Na, Iris, wie läuft's? Nicht so gut. Hast du denn eigentlich schon mal ein Lied geschrieben? Bisher noch nicht. Aber ich wollte es immer mal machen. Dich schreckt so schnell nichts ab. Sehr beeindruckend. Lass das! Sei nicht so neugierig! Die Cutscene ändert sich, zu wem ich dann... Das ist krass. Gibt's wirklich mehrere Cutscenes für dieses Ding jetzt? Ich will alle sehen. Hier. Okay, das wird sich wahrscheinlich nicht ändern, das ist Zack. Übernimm Cloud. Ich kümmere mich dann um Eris. Klar doch. Toll. Wir müssen jetzt den Schniepi von Cloud waschen. Toll. Eris schläft ganz schön viel, was? Ist auch besser so. Wieso? Weil Cloud immer noch krank ist. Zack, mach Cloud wieder gesund. Bitte. Das würde ich ja, wenn ich's könnte. Sag mal, es ist besser, dass Eris schläft, weil Cloud noch krank ist. Warum? Na, weil... Sie stirbt, wenn sie aufwacht. Was? Hör mal, Marlene. Das kapiere ich nicht. Du behältst es für dich? Mhm. Wacht sie auf. Bringt ein gruseliger Mann sie um. Oh, Foreshadowing böse. Oh. Versucht sie zu retten, aber zu spät. Es ist ganz knapp, aber er kommt zu spät. Kann Marlene bitte aufhören zu spoilern? Sich, dass er gekommen ist, um sie zu retten. Aber trotzdem stirbt sie. Marlene spoilert einfach. Darum muss Cloud ganz schnell gesund werden. Vielleicht kann er sie dann beschützen. Oh. Marlene, war das etwa ein Traum? Er hat zu viel an der PlayStation gespielt. Ende von CD2. War es nicht. Okay. Ich lüge nicht. Das weiß ich doch. Bei allem, was hier passiert, glaube ich dir jedes Wort. Marlene, hey... Nur eine Frage noch. Wer ist dieser gruselige Mann denn? Hä? Sag's mir.
Er hat lange Haare. Ich war's nicht, Chat. Silberne. Okay, ich bin raus. Gut. Zack, sieh doch mal. Die Blumen blühen. Tatsächlich. Das hier sind Aris Lieblingsblumen. Vielleicht wacht sie ja bald auf. Hoffen wir es. Elmira, ich bin eine Weile unterwegs. Muss mit jemandem über Cloud sprechen. Und mit wem bitte? Einem Arzt? Naja. Indirekt Arzttitel gekauft auf eBay vielleicht. Ja. Bleib nicht so lange weg. Ich habe mich schon so an dich gewöhnt. Ohne dich habe ich Angst. Keine Sorge. Mit dem Motorrad geht's schnell. Okay, achten Sie auf Aris und Cloud. Ach ja, und falls sie aufwacht, lassen Sie sie nicht abhauen. Das sagst du so leicht. Aris lässt sich nicht einfach wegsperren. Du kennst sie doch. Versuchen Sie es. Für mich. Okay, Steuersack. Das ist sein Motorrad, das hier steht. Ah. Hab mich schon gefragt, was für ein Motorrad das ist, das hier mal steht. Ich habe über deine Worte nachgedacht. Oh, sehr viel über sie nachgedacht. Über Träume, Hoffnungen und darüber, warum ich überlebt habe. Ich weiß jetzt, warum ich hier bin. Für Avalanche. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Heute Abend ist es also soweit. Tu mir einen Gefallen und halte dich von Reaktor 6 fern. Pass auf dich auf. Biggs. Uff. So doch nicht! Das habe ich nicht gemeint! Ich muss zu Elmira! Moment, wir sind Reaktor 5. Slums. Oh, das ist nah dran. Besuch die zweite. Oder entscheidet sich jetzt erst, wer hier kommt? Aris. Ja. Du hast geschlafen, nicht wahr? Man sieht's in deinem Gesicht. Weißt du, die Aufführung von Loveless geht bald los. Und ich konnte Karten ergattern. Wollen wir hingehen? Außerdem gibt es am Riesenrad gerade ein Event für Pärchen. Pärchen? So wie ein Liebespaar? Tja, das überlasse ich deiner Fantasie. Was ist mit den anderen? Warum? Vergessen wir die nicht mal kurz? Los,
Ich weiß nicht, ob ich lieber tiefer gehabt hätte, weil wir tiefer beim ersten Mal hier hatten. Jetzt wirkt Cloud wie so ein Frauenheld. Aber Aerith ist auch Cutie. Es geht in die Tiefe. In die Tiefe.